Das Abenteuer geht weiter. Und ja, im letzten Part haben wir diese ganz kurze Welt erkundet. Und heute wollen wir ihre Level genießen, die hier sind. Und ja, das erste, was mir auffällt, ist natürlich dieses. Dark Passage? Yep. Mal sehen, was es zu bieten hat. Von der Musik, von dem Namen aus hat man schon gehört, dass es irgendwas mit Dunkelheit zu tun hat. Und mit neuen Gegnern. Aha. Mit Laternen. Okay. Und du bist eine böse Schildkröte. Vielleicht die Vorgänger von Bowser. Wer weiß es, und diese kleinen Hündchen. Die können sich bei Nacht. Ist es sozusagen in diese Monster verwandeln. Und die Schildkröten auch. Ja. Aber auch nichts mehr. Aber der Trick ist auch sehr offensichtlich. Was eigentlich gut ist. Die Feinde hier können ziemlich unheimlich sein. Aber pass auf die Narren auf. Die will ich lieber rösten. Das hört man gern. Da hat er recht. Denn diese... Ist das ein Teufel? Cool. Was gibt es hier in diesem Level? 5 Drachen und 500 Juwelen. Cool. Hi Teufelchen. Ich verbrenne dich. Finde ich auf jeden Fall cool, dass sie hier solche Teufelgegner eingebaut haben. Und gibt es vielleicht dort unten irgendwas? Könnte durchaus sein. Sieht aber nicht danach aus. So, die Lampe brennt, sehr schön. Zündet die Lampe ein, so schnell euch alle töten. Du wirst angezündet und wir sammeln die Juwelen ein. Und dieses Hühnchen stirbt auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, was mir eigentlich jetzt aufgefallen ist, dass ich gestorben bin. Stirb. Und zwar sehen die Juwelen in diesem Spiel ähnlich wie die Chaos Emeralds aus Sonic. Wer Sonic gespielt hat, der weiß, was ich meine. Und ich finde, sie sehen ähnlich. Nicht wie die neuen Designenden, sondern wie die alten. Danke, dass du mich befreit hast. Bitte, dass ich dich befreit habe. So, stirb. Du wirst mich hier jetzt nicht beißen. Und du auch nicht. So, du brennst. Und du... Du stirbst. Danke. Das sind Hunde und bei der Dunkelheit verwandeln sie sich in Monster und Schildkröten verwandeln sich in die Koopas, besser gesagt. Aber ich glaube, nee, das sind keine Koopas und die Teufel, die bleiben bei überall die gleichen und ich habe so das Gefühl, dass... Ja, habe ich es doch gewusst, dass es irgendwann mal irgendwas unten versteckt wird. Ich habe es gerochen.
Ich habe es einfach gerochen. Hier geht's, glaube ich, wieder rauf. Yep. Ich habe es gerochen und ich bin gestorben. Ah. Ich bin aber auch schlecht in dem Spiel, das gebe ich zu. So. Aber das liegt auch ein bisschen an der Steuerung. Und an manchen Fällen, wenn man nicht weiß, wie man die Gegner besiegen soll. Oh shit. So. Die Schildkröte sollte man aber mit der Rabattacke besiegen. So, und hier gibt es ein Feuerwerk, vor dem du schnellstens weglaufen solltest. Spyro, nicht an im Hängen. So, und da unten gibt es auch was. Juwelen. Und Gegner, die wir jetzt auf eins besiegen. Yep. So, euch killen wir auch. So, hier gibt es einen Lampen-Dude, der aber die Lampe nicht anzündet. So. Ah. Zu viel Damage genommen. Aber was soll's? Wo sind wir jetzt? Ich denke nicht auf den falschen Weg. Auf jeden Fall. So, die Teufel, die sterben nicht bei Licht. Sie können bei Licht leben. Wäre aber cool, wenn sie irgendwie bei Licht auch irgendwie Damage genommen hätten. Oder irgendwie irgendwas aus ihnen wurde. So, stirb. Ich habe keine Leben, also muss ich aufpassen. Ah ne, ich habe noch eine Libelle. Und hier kriege ich auch noch eine. So, du stirbst. Du stirbst. Du stirbst. Du wirst explodieren. Und ihr werdet sterben. So, das sammelst du schön ein. Und hier ist ein weiterer Drache. Der dritte, glaube ich. Apar. Danke, Spyro. Ich würde dir gern helfen, Nasty zu fangen, aber ich möchte nicht wieder in Kristall eingesperrt sein. Keine Sorge, der Einzige, der hier eingesperrt wird, ist er. Das stimmt. Er wird aber nicht in ein Kristall eingesperrt, sondern in die Tiefe des Knastes. Obwohl, er kann auch in ein Kristall eingesperrt werden. Ich glaube, da hat keiner was dagegen. Und ja, das war eine schwierige Situation. Weil das Sprinten in diesem Spiel wirklich schwer ist zu kontrollieren. Und Spyro sich schlecht umdrehen kann und ziemlich langsam. Was zum Beispiel bei anderen 3D-Spielen nicht so ist. Zum Beispiel vergleichen wir Crash oder Mario 64 zu dieser Zeit. Obwohl, aus welchem Jahr stammt das Spiel? Ich erinnere mich jetzt nicht gerade. Wo gab es dort schon? Ich glaube, es gab schon dort Mario 64. Es muss dort bei dieser Zeit schon Mario 64 geben. Ich glaube nicht, dass Spyro vor Mario 64 aufgetaucht ist. Glaube ich nicht. Weiß ich aber jetzt nicht genau. Sorry. Ihr könnt es mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Das würde mich wirklich interessieren. So. Hier ist ein Drache, Obasi. Danke, dass du mich befreit hast. Bitte. So, ich glaube, ja, hier können wir sterben. In die Tiefe der Dunkelheit. Wie nennt sich das Wort? Nicht fliegen, fallen.
So. Ein Drache fällt doch und 180 Juwelen. Okay, hier sehe ich einen Geheimgang. Mit Gegnern. Und wahrscheinlich mit Juwelen. Aber ich glaube, hier wird sich der letzte Drache nicht befinden. Ich glaube, der letzte Drache war beim Ziel. So kurz vorm Ziel. Das ist ja fast in jedem Level so. Zwar ist das, finde ich, schlecht. Aber was soll's? Und ist auch nichts zu hoch. Aber ich kann hier easy runter. So. Und dich töten. So. Und dann. Aha, durch das Feuerwerk wird die Kiste zerstört, also man braucht für sie keinen Schlüssel. Okay. Ihr werdet durch mich zerstört. Die da unten habe ich, glaube ich, besiegt. Und ja. Hier ist der letzte Drache, wie ich vermutet habe. Den werde ich aber ganz am Ende befreien. Ja, ja, der wird doch warten. Ich bin so fies. Ich fliege jetzt hier rüber und jage dir Feuer in dein Hintern. Obwohl es war in sein Vorderteil. Oder besser gesagt in seine vorderen Weichteile. Wo geht es hier zurück? Ich glaube, wenn wir hier hinfliegen, dann werden wir nichts falsch machen. Wait! Und wie werde ich es falsch machen? Wie habe ich das übersehen? So, hier kommen wir wieder zurück. Töten dich. Fliegen hier rüber. Kriegen eins auf die Fresse, aber der Gegner kriegt auch eins auf die Fresse. Werden kurz zerfressen und zermalmt. Und befreie den letzten Drachen, Bakari. Weißt du, du bist vielleicht genau der richtige Drache, um Nasty Nog zu besiegen. Tja, ich nun wieder. Ja, immer wir, obwohl die großen Drachen haben mehr Kraft. Aber sie sind einfach nur faul. Ja, und wir nähern uns dem Ende des Spiels. Ich glaube so, die nächste Welt wird dann die letzte sein. Ich habe eine sehr starke Vermutung darüber. So, Lofty Castle kommt jetzt dran. Mal sehen, was es hier zu bieten hat. 400 Juwelen und 3 Drachen ist also ein kleineres Level. Okay. Es gibt hier wieder neue Gegner und schon wieder diese Nestilakaien. Und Hühner? Mutanthühner oder was? Keine Ahnung, was das für Gegner sind. So. Flieg hoch, Spyro. Und was bist du für einer? Ich weiß, was du für eine bist. Und zwar bist du der... Runter
Fala. Und ich auch. Ich bin auch ein Runterfaller und ein Game Over Faller. Failer. Ich habe mich heute nicht ausgeschlafen, deshalb will ich jetzt schlafen. Aber ich muss noch diesen Part für heute, glaube ich, aufnehmen. Ja, der sollte heute erscheinen. An dem Tag, an welchem ich ihn aufgenommen habe. Wenn alles glatt laufen wird, ich wiederhole. Wenn alles glatt laufen wird, also wirklich glatt. Wenn nicht, dann wird der morgen erscheinen. Aber mal sehen. So, hier gibt es eine neue Fähigkeit bestimmt, denn eine Fee hat immer eine Fähigkeit oder ein Feature des Levels. Mal sehen, was es ist. So. Du bist auch eine Fee. Du bist derjenige, der hier stirbt. So, und ich glaube, die Fee... Wegen den Feen bin ich gestorben. Die Feen sind böse. Könnte man sagen. Aber ich bin wegen meiner Dummheit gestorben. Punkt. So. Sie spawnen für uns diesen Launcher-Staub. Und hier ist der erste Drache. Feen sind stets auf deiner Seite, Spyro. Das finde ich gut, dass sie immer auf meiner Seite sind. Stirb! Und du auch. So, ich glaube, wir dürfen hier nicht runterfallen. Das Level ist eigentlich groß, schon wieder groß und unübersichtlich. Finde ich. Man braucht hier einfach eine Karte. So, und schaffe ich es, dein Ballon von hier explodieren zu lassen? Nope. Dann fliege ich halt hier rüber und befreie Baruti. Danke, dass du mich gerettet hast. Solche muskulöse Drachen können Nestinog nicht besiegen. Das ist einfach nur lächerlich. Obwohl, wenn man sich es richtig überlegt, es gibt dafür eine Antwort. Und zwar das Problem ist, wieso wurde Spyro nicht in einen Kristall verwandelt, aber alle anderen Drachen schon? Wozu ist das hier? Ich glaube, um darüber zu fliegen, aber man kann es auch so machen. Und das ist, um hier rüber zu fliegen und da dort rüber. Das könnte der einzige Grund sein, dass Nestinog die großen Drachen in hier Digger verwandeln kann. In Kristalle und Spyro nicht. So, ich töte mal noch kurz die hier. Für alle Fälle, denn ich glaube, wir werden hier nicht zurückkehren. Damit wir dann später nicht zurückkehren müssen. So. Und ich werde mir eine goldene Libelle jetzt hier verdienen. So. Eine goldene Nase. Und wir fliegen dann hier zurück in die Burg. Oder fliegen wir wirklich zurück in die Burg?
Was gibt's hier unten? Nur Schluchten. Ich sterbe auch einfach an den lächerlichsten Stellen im Spiel. Wie konnte man hier einfach so runterfallen? Einfach so aus nichts. Einfach daneben gesteuert und runtergefallen. Ja, und dieser Teufel, der nervt mich. Stirb. Danke. So, und hier geht es auf diese Insel nicht zurück. So, du bist der Abgrund. Der Abgrundmagier. Nee, der Abgrundmagier passt ja nicht. Der Nork, der fällt. Und ich bin der Drache, der fällt. Der Fallende wird glaube ich besser passen. Ja, der Fallende klingt ziemlich cool. So, so. Und ich bin auch der Fallende. So. Stirb. Und der vierte auch. So, hier. Komm, hier kommen wir hoch. Töten dich, der fallende zweite und der. Nee, der dritte gibt es hier nicht. So, und hier geht es ins Ziel. Aber wir wollen noch nicht ins Ziel, denn wir haben. Nee, wir haben mehr als. Wieso bist du nicht geflogen? Wir haben mehr als die Hälfte, aber die Hälfte reicht uns natürlich nicht aus. Oder mehr als die Hälfte reicht uns nicht aus. Wir wollen noch mehr. So. Und so. Kann ich eigentlich sofort hier rüber fliegen? Yep. Nur dass es halt extrem knapp wird, habe ich dich getötet. Yep. So, ich muss jetzt irgendwie zurückkommen. Und darüber fliegen. Das hat fast wunderbar geklappt. Aber ich konnte mich doch von der blöden Situation letten. Letten. Nicht retten, sondern letten. Hä, wo ist der Schmetterling? Hier ist der Schmetterling. Ich brauche eine goldene Nase. Oder besser gesagt, eine goldene Libelle. Die kann ich dann für viel Geld verkaufen. Weil ich so geldgeil bin. So. Und ja. Und mir eine goldene Nase kaufen, statt einer goldenen Libelle. Obwohl eine goldene Nase vielleicht nicht, denn ich kann meine Nase nicht ersetzen. Das war's hier. Wait. Habe ich doch gewusst, hier fehlt was. Das kann nie und nimmer das alles gewesen sein.
Wie komme ich halt da höher? Ist die Frage des Tages. Natürlich, diesen Pfad habe ich hier ja komplett vergessen. Der wird jetzt ja auch nach irgendwo hinbringen. So, du bist glaube ich ein unnötiger Gegner. Da hinten gibt es nichts. Also können wir hier in die Festung rein, die Vieh befreien und das hier, die Juwelen abholen und die fliegenden Gegner leider nicht besiegen, denn ich muss dafür wahrscheinlich von oben agieren. Aber die Juwelen, die können wir uns natürlich holen. Das ist ja auch die Saubt-Sache hier. Ich habe irgendwie mein Deutsch vergessen. Und weiter? Also, noch eine Fee. Und noch eine Fee. Und dann ich glaube hier hoch. Aber ich habe noch einen Gegner vergessen. Also muss ich zu ein drittes Mal hoch. So, man muss sie beim Aufsteigen erwischen. So. Und jetzt kann ich hier hoch, dank den befreiten Feen. Hier ist ein Drache, Useni. Ah, Spyro, danke. Der Supersprint bringt dich auch hier im Lofty Castle an neue Orte. Schau, wohin er dich führt. Supersprint. Wir hatten ja ein geiles Level mit dem Supersprint. Und da wollte die Entwickler einfach nur Master Skill. So. Yay. Ich wusste ihn weiterführen und ich habe das nicht mal bemerkt. Okay, dann versuchen wir es erneut. Hä? Wohin muss... Wait, ich glaube, ich musste mit ihm... Wohin muss ich mit ihm? Ist die Frage. Ach so, hier rauf, natürlich. Ah, ist ja klar. So, waren das jetzt alle Juwelen? Mit der Kiste. Ich vermute, nein. Sechs Juwelen irgendwo verpasst. Dann beginnt die Jagd nach den sechs Juwelen. Alle Orte abchecken, alle Gegner nochmal besiegen, ein paar Mal noch sterben, ein zweites Mal Game Over gehen und der Part ist ziemlich lang.
Und wir haben die 8000er Marke überschritten. Nee, jetzt, ich muss doch nicht die Feen neu befreien. Wenn ich die Feen neu befreien muss, dann leck mich am Arsch. Muss ich die Feen neu befreien? Nee, muss ich nicht, zum Glück. So, wo habe ich Gegner vergessen? Oder an welcher Stelle habe ich Juwelen vergessen? Dich habe ich getötet. Dich auch. Dich glaube ich auch. Hier habe ich ja sicher alle getötet. Nee, Spyro, du wirst hier mir jetzt nicht schwimmen. Wait. Nee. Ja, hier habe ich doch auch alles. Puh. Das ist jetzt ziemlich schwer. Versuchen wir es doch mal mit dem Supersprint. Ja, zu sterben halt. Mit dem Supersprint. Nee, jetzt mal ohne Witz. Wo habe ich was oder wen vergessen? So. Hier habe ich ja nachgeprüft, alle sind tot, also fliege ich jetzt zu der nächsten Insel. Und zwar zu der hier. Du bist tot. Den haben wir eigentlich auch getötet. Jop. Der wurde auch getötet, merkwürdig. Hier auch alles eingesammelt. Und ich habe die Insel verwechselt. Puh. Versuchen wir es. Wait, nee, das sind keine Juwele. Du wurdest auch getötet. Was? Vielleicht irgendwas hier? Hier habe ich doch auch alle Teufel gegrillt, nicht geköpft. Ja, da war vielleicht irgendwas hier, was extrem unwahrscheinlich ist, aber halt wahr sein kann. Vielleicht hier. Habe ich den vielleicht vergessen? Nee.
Natürlich falle ich jetzt runter. Ich weiß schon, ich habe gesehen, wo und was ich verpasst habe. Und ich glaube, ihr habt es auch gesehen. Das nervt! Nein! Wieso habe ich das gemacht? WTF! F! Das dritte Mal gehe ich schon hier Game Over. Ist das dein verdammter Ernst? Ich werde dich schneiden, das wird alles im Video dabei sein. Ihr werdet über alles lachen. Hoffe ich natürlich. Und ihr werdet auch für alles einen Daumen nach oben geben. Hoffe ich natürlich. So, Eigenwerbung für diesen Bad erledigt. So, ich glaube mal, ja, wir können hier ein bisschen abkürzen. Ja, und ich bin rückwärts geflogen. Stirb mit deinen Dreckspfeilen. So. Und weiter geht's. Dort drüben haben wir bei diesem Teich das verpasst. Das müssen wahrscheinlich 3 Juwelen. Wo fehlt mir jetzt denn? Oh, schon wieder sterbe ich hier. Was ist denn hier los? Aber jetzt wurde es zumindest an dieser Stelle gespeichert. Meine Fresse. Einfach nur meine Fresse. Ich gebe keinen Kommentar dazu ab. Einfach nur meine Fresse. So. Ich glaube, ein Gegner, irgendwo ein Gegner fehlt uns. Die Frage ist aber wo. Irgendwo hier, aber wo hier? Bist du es? Leute, ich schneide jetzt, weil sonst wird der Bart zu lang. Bis gleich. Erinnert euch eher an diese zwei Teufel, die hier waren. Und den einen habe ich anscheinend vergessen zu killen und der hatte das Juwel. So, jetzt sind wir am Ziel angekommen und ich kann mit einem Lächeln, welches ihr nicht seht, diesen Bart beenden. Also, wenn euch der Bart gefallen hat, dann werde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo und über einen Kommentar. Und ich werde mich auch freuen, wenn ihr die nächste Folge von Spyro the Dragon einschaltet.
Bis dann und ciao.